beides in der Kombination ist ein Erfolgsmodell. Erklär mir den Grund. Der Grund ist erstmal, dass China nicht mehr kommunistisch ist, auch wenn Sie das sagen würden, aber wir haben Privateigentum, wir haben Marktwirtschaft, wir haben eigentlich all diese Dinge, die wichtig sind, um eine kapitalistische Wirtschaft zu definieren. Wir haben einen Staat, der alles vorgibt, der die Doktrin vorgibt, der anders denken, der einsperrt. Genau, das wäre die ideologische Seite, aber das ist ein autoritärer Staat, aber das hat mit dem Kommunismus oder mit einer sozialistischen Wirtschaft. Aber die Marktwirtschaft ist ja nicht frei in dem Sinne. Die Marktwirtschaft ist ja am Ende unter der Fuchtel von der Partei. Insofern kannst du es auch nicht kapitalistisch nennen. Doch, kann man. Also erstmal bewegt sich jede Marktwirtschaft, jeder Markt in einem vom Staat gesetzten Rahmen. Der Staat garantiert erstmal vorneweg das Eigentumsrecht, das heißt, ohne Staat Markt geben. Und zweitens setzt der Staat dann noch einen Rahmen. Dieser Rahmen kann liberaler sein oder kann beschränkter sein. Und es gibt in jedem Staat Preise, die festgeschrieben sind. Das Land in Europa, was übrigens die meisten vorgeschriebenen Preise hat, nämlich ungefähr 30% der dortigen Preisbildung, ist die Schweiz. Würde man auch nicht denken. In China ist der Anteil an vorgeschriebenen Preisen niedriger als in der Schweiz. Dann gibt es natürlich Mechanismen, mit denen die KP da in die Privatunternehmen reinreagieren kann. Es gibt Beschränkungen für ausländische Unternehmen, in China zu investieren. Also beispielsweise müssen sie sich immer mit einem chinesischen Unternehmen zusammentun, da Joint Ventures gründen, wenn sie da investieren wollen. Aber solche, und es gibt Kapitalverkehrskontrollen, das heißt, man kann nicht unbegrenzt Kapital nach China einführen und wieder ausführen. Aber das sind ja alles Dinge, die waren in den westeuropäischen Staaten auch schon mal so. Also zur keynesianischen Ära in den 50er, 60er, 70er Jahren bis zum Ende des Bretton Woods-Systems gab es auch überall rigide Kapitalverkehrskontrollen. Das ist ja keine chinesische Erfindung. Das hatten wir auch mal. Also, dass der Kapitalismus in China besser reguliert wird als hier, das, ja, das könnten wir auch haben, wenn wir das wollten. Zwei sind nicht viel zu tun, sondern Deng hat ja schon gesagt, ihm sei eigentlich egal, ob die Katze weiß oder schwarz ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Und dieser Pragmatismus ist, glaube ich, entscheidend, um das zu erkennen. Und ich würde es eher... Ich meine, allein, dass du so schwärmst davon und uns sagst, wir sollen mehr in diese Richtung gehen, sagt uns schon, dass das auf jeden Fall mehr mit Kommunismus am Hut hat als wir. Als einen autoritären... Und ich möchte da nochmal dran erinnern, wie gesagt, die Chinesen sind pro Kopf, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, die machen so 10 oder... 15, also je nachdem, ob es absolut oder Kaufkraft bereinigt. Aber nehmen wir mal Kaufkraft bereinigt, machen die so $15,000 pro Jahr. Ich glaube, der durchschnittliche Deutsche macht $45,000 pro Jahr Kaufkraft bereinigt. Das ist das Dreifache. Ist ein bisschen unfairer Vergleich. Ja, wenn die mal auf... Ich raste gleich aus. Also das Land, was 1950 das ärmste Land der Welt war, daher kommt China. Das vergleicht jetzt mit einem der reichsten Industriestaaten, den wir haben. Natürlich ist das BIP pro Kopf in Deutschland noch größer. Aber wir müssen uns doch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte angucken. Und in China, da gab es zwischen 1980 und 2020 pro Jahr ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von etwa 11,6%. Über 40 Jahre hinweg zweistellige Wachstumsraten. Das ist jetzt eine Verachtzigfachung der Wirtschaftsleistung in 40 Jahren. Das ist viel schneller, als das Wachstum in Deutschland jemals war. Deutschland war schon vor dem Ersten Weltkrieg Europas größte Industriemacht und das ist es auch noch heute. Also, dass du da das industrialisierteste, fortschrittlichste Land aus Europa mit einem Land, das bis in die 50er Jahre, wie gesagt, ein armer Agrarstaat war, vergleichst, das müsste dem Schattenmacher doch auffallen. Unser Niveau herankommen würden, dann würden wir da auch andere Probleme sehen. Wie gesagt, die haben ja von einem ganz anderen Niveau angefangen. Da kannst du ja auch gröbere Fehler begehen und einfach über Dinge hinweggehen, weil du halt bei Null startest. Also das ist ja, man kann sich ja vorstellen, wenn ich jetzt nach Schwarzafrika gehe und da drei gute Maßnahmen und eine richtig beschissene Maßnahme durchsetze, dann wird die Wirtschaft erstmal explodieren. Das ist nämlich egal, ob ich da eine beschissene Maßnahme drin habe, die drei guten, aufgrund der Tatsache, dass da bisher überhaupt nichts war, werden ihren Effekt schon zeitigen. Staatskapitalismus ansehen und jemand wie Joe Biden hat erkannt und vielleicht auch Ursula von der Leyen ein bisschen, auch wenn sie es nicht zu laut sagen kann, damit die das hier von der Union nicht so hören. Beide haben wohl erkannt, dass sich jetzt die Frage stellt, schaffen wir hier einen liberal-demokratischen Staatskapitalismus, der
ökologisch ist, der sozial gerecht ist und so weiter. Oder ein liberal-demokratischer... Ich mag den Namen Staatskapitalismus auch nicht. Also jetzt werden die beiden wieder rummeckern, Staatskapitalismus, damit er meint, er eigentlich Kommunismus. Also das, was wir vorhin Erwin vorgeworfen haben, dass er alles als Kommunismus bezeichnen würde, machen die jetzt umgekehrt. Sie erklären, warum das eigentlich nicht der wahre Kapitalismus sei. Doch China hat ein kapitalistisches System, ganz eindeutig. Und es macht eine wesentlich bessere Wirtschaftspolitik als fast alle westlichen Staaten. Das kann man relativ gut konstatieren. Schaut euch die Arbeitslosigkeit an, schaut euch das Wirtschaftswachstum an, schaut euch den Ausbau der Infrastruktur an, die staatlichen Investitionen, schaut euch von mir aus auch andere Indikatoren an, die die Lebensqualität messen. Kindersterblichkeit, Lebenserwartung, all das hat sich deutlich, deutlich verbessert. Und in fast allen Bereichen hat China auf das Niveau westlicher Industriestaaten aufgeschlossen. Nur beim BIP hängt es, wie gesagt, noch hinterher. Aber das nach 40 Jahren von zweistelligen Wachstumsraten. Also wenn China jetzt noch ein paar Jahrzehnte nur halb so langsam weiter wächst, dann hat es irgendwann auch aufs westliche Niveau aufgeschlossen. Das Einzige, was diesen Prozess jetzt noch deutlich ausbremsen könnte, ist die sehr problematische Demografie, die China hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Ökologischer, gerechter Staatskapitalismus. Und wo wir bei Schwarzafrika sind. Also nehmen wir mal ein Land wie Niger. Da hat man so ein System, was einmal von der ehemaligen Franz-Jahrmacht und von internationalen Institutionen, der Afrikanischen Entwicklungsbank, der Weltbank und so weiter und so fort, betreut wurde. Und dieses System ist seit 1960 geschrumpft. Also pro Kopf geschrumpft, jetzt nicht gesamt geschrumpft. Das geht in so einem Land mit so einem rapiden Bevölkerungswachstum gar nicht. Aber pro Kopf ist die reale Wirtschaftsleistung im Niger seit den 1960er Jahren geschrumpft. Also das ist die Benchmark zu Ländern, die Niger ist länger kapitalistisch als China kapitalistisch war. China ist Ende der 70er Jahre, haben die Marktreformen begonnen, in den 80er Jahren ist er nach und nach zu einem kapitalistischen Staat geworden. Der Niger ist seitdem eigentlich schon unter französischer Kolonialherrschaft, aber nehmen wir mal das Ende der Kolonialherrschaft in den 60ern, seitdem ist ein kapitalistisches Land und ist währenddessen ärmer geworden. Also das ist der Vergleich, der Länder blühen kann, wenn sie von westlichen Institutionen betreut werden und von denen Wirtschaftspolitik empfohlen bekommen. Also wo wir jetzt bei Schwarzafrika schon mal waren vorhin. Nein, danke. Nutzt der Agitator hier das Kennwort, ja. Der Niger gehört nach Afrika. Ich wette mit euch, das können die Walkisten rausknippen. Wenn man Niger sagt, dann knippen die das raus und sagen dann, du hast das N-Wort gesagt. Also den Leuten traue ich das zu, dass die so völlig beschränkt sind. Ja, ich habe das Kappa dahinter gesehen, aber das fand ich schon witzig. Und ich traue den Walkisten zu, dass die so dumm sind. Es hat zu viele Adjektive, das ist ja nicht gut. Ich meine, das ist im Endeffekt, ich würde ihm hier nicht widersprechen. Ja, im Endeffekt, also China mit Buchstabensalat, anti-weißer Scheiße, offenen Grenzen und der Öko-Scheiße. Mhm. Ja, das wollen die hier. Da widerspreche ich nicht. Sind wir dann irgendwann abgehängt, weil wir das nicht auf die Reihe bekommen und dann warten schon welche, denn ein Machtvakuum wird wieder gefüllt und dann könnte uns irgendwann ein autoritärer Staatskapitalismus... Ja, das wäre nicht autoritär, denn all die Regeln, die durchgesetzt wurden, das wären Regeln, die ich selber gut fände. Ne? Die Regel, das ist nicht autoritär, dass man den Leuten verbietet, ein Auto zu fahren beispielsweise. Das ist ja eine gute Regel, weil wir sterben ja sonst. Drohen, aber dass mehr Staat jetzt überall in den Ländern zu beobachten. Wenn du den Leuten irgendwelche Anreize schaffen würdest, auf der anderen Seite wieder sich der Kernfamilie zu widmen, das wäre eine andere Sache. Das wäre halt autoritär. Ne? Das ist nicht zu leugnen. Helena. Hi, Wolfgang. Ja, und wie gesagt, diese Lösung, dass das einfach in mehr Staat, der Staat reguliert jetzt mehr und dann wächst die Wirtschaft. Nee. Also, wenn er es richtig reguliert. Wie gesagt, in vielen afrikanischen Staaten, da haben wir sehr, sehr niedrige Staatsquoten, zwischen 10% und 20%. Also da hält sich der Staat sehr viel auf den freien Markt. Da setzt er auf das internationale Unternehmen, dass internationale Banken schon dafür sorgen, dass die Kreditvergabe angekurbelt wird, dass investiert wird. Viele Staaten sind da seit 50 Jahren nicht gewachsen. Also du hast da wirklich katastrophale Entwicklungen. Und je enger diese Staaten an den Westen gebunden sind, je eher sie auf das hören, was die Weltbank, der IWF oder ehemalige Kolonialmächte wie Frankreich ihnen sagen,
je schlimmer sieht es dort aus. Ich sehe da... Ja, also der Markt, der sorgt nicht automatisch für Entwicklung. Der Markt braucht die richtigen Bedingungen. Er braucht den richtigen staatlichen Rahmen und den hat China geliefert. Deswegen, wie gesagt, China hat sich zwischen 1980 und 2020 verachtzigfacht. Also das ist es, womit wir es hier zu tun haben. In afrikanischen Staaten im gleichen Zeitraum, in vielen afrikanischen Staaten, kein nennenswertes Wachstum. Also du kannst doch bei diesem Vergleich nicht so sagen, ja, weil also der freie Markt, der sorgt schon für Wachstum. Nee, wir haben in Afrika gesehen, der sorgt für gar nichts. Der sorgt dafür, dass das Land unterentwickelt bleibt. Wenn du 50 Jahre wartest, auf einen freien Markt setzt, keine staatlichen Institutionen aufbaust und sagst, der Markt wird es schon regeln, nach 50 Jahren ist die Bevölkerung genauso arm wie vorher. Offensichtlich hat der Markt es nicht geregelt. Weil der Markt eben einen staatlichen Rahmen braucht, weil die Unternehmen Bedingungen brauchen, um zu investieren. Und diese Bedingungen kann nur der Staat schaffen. Diese Bedingungen wurden in den USA, sie wurden in Deutschland, sie wurden in Großbritannien, sie wurden in Frankreich, sie wurden in allen Ländern, die sich erfolgreich industrialisiert haben, vom Staat geschaffen. Also wie gesagt, in Deutschland das Beispiel des Eisenbahnnetzes, das wurde nicht durch den Markt geschaffen. Da hat der deutsche Staat gesagt, so, das brauchen wir jetzt, um uns weiter zu industrialisieren, um auf den nächsten Krieg vorbereitet zu sein. Also machen wir das jetzt. Wie gesagt, nochmal, wenn der Staat Geld druckt und dann investiert, hat das einen kurzfristig sicherlich positiven Effekt. Aber Amerika hat an 1000 Stellen mit Schulden zu kämpfen. So, also der hat das kurzfristig sicherlich, ja. Wieso hat, also erstmal, welche langfristig negativen Effekte hat das? Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass die beiden jetzt hierauf reagieren. Aber wenn sie darauf reagieren, beantwortet mir diese Frage. Welche langfristig negativen Effekte hat das? Und wie funktioniert der Ausgleich zwischen kurzer und langer Frist? Also wenn es kurzfristig positive Effekte hat, langfristig negative. Wie kann das sein? Also wenn du heute Geld ausgibst und das gut für die Wirtschaft ist und du dann einmal die kurze Frist rum ist und du dann in einem Jahr wieder Geld ausgibst und das wieder in einer kurzen Frist gut ist und du in 3 Jahren nochmal Geld ausgibst und das wieder in einer kurzen Frist gut ist. Also in jeder kurzen Frist hat es positive Effekte. Wie kann es dann, wenn du 10 kurze Fristen aufeinander legst, dann hast du eine lange Frist. Und wenn es 10 mal einen positiven Effekt hat, wie kann das dann auf lange Sicht einen negativen Effekt geben? Ganz einfach, das geht nicht. Also entweder es hat in bestimmten Situationen in der kurzen Frist eben keinen positiven Effekt. Ihr müsst mir jetzt nachweisen, dass diese Situationen mit einer bestimmten Sicherheit, mit einer bestimmten Regelmäßigkeit eintreten. Oder das, was hier geredet wird, ist Unsinn. Und wenn es negative Effekte langfristig hat, dann, wie gesagt, begründen wir erstmal, welche negativen Effekte das haben soll. Und dass die Staatsschulden so weit angestiegen sind, das wird dir auch noch was kosten. Und welche Gründe das jetzt hat, man sieht ja jetzt schon die Absetzbewegung vom Dollar. Das mag jetzt nicht nur mit den Schulden der USA zu tun haben. Nein, das hängt auch nicht mit den Schulden zusammen. Das hängt erstmal an der mangelnden Rechtssicherheit zusammen. Die USA führen gerade brutale Wirtschaftskriege gegen ziemlich viele Länder auf der Welt. Also die Sanktionen, die die westliche Staaten verhängt haben, die sind in den letzten Jahren massiv nach oben gegangen. Also da denken natürlich viele Entwicklungsländer, sollten wir unsere Reserven wirklich in Dollar halten oder sind die, wenn wir die in Rupien oder Rubel oder irgendwas anderem halten, nicht eventuell sicherer? Oder sollten wir die nicht gleich in Gold anlegen? Denn das ist der Vorteil von Gold, dass man unabhängig von anderen Staaten. Also deswegen eignet sich Gold als Devisenreserve so gut. Weil die USA da eben nicht sagen können, okay, wir beschlagnahmen das Gold jetzt. Im Dollar können sie das machen. Weil jeder Dollar nun mal im Dollar, also im Geldsystem der USA existiert. Genauso ist das ja beim Euro. Deswegen konnten die westlichen Zentralbanken auch 300 Milliarden Dollar an russischen Devisenreserven in kürzester Zeit einfrieren. Also da sagen eben ganz viele Zentralbanken, nee, das ist uns zu riskant. Zum anderen nimmt die wirtschaftliche Bedeutung der USA ab. Das bedeutet, das Handelsvolumen in Dollar nimmt schlicht und ergreifend ab und das Handelsvolumen in Rupien, in Yuan, das nimmt zu. Also das sind ganz normale Entwicklungen und das Handelsvolumen in Euro hat auch zugenommen, bis Europa sich jetzt an diesem Wirtschaftskrieg gegen Russland beteiligt hat. Das hat dazu geführt, dass das Vertrauen in den Euro noch massiver kollabiert ist als in den Dollar. Also das sollte man an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Das wäre jetzt noch ein viel weiteres Thema. Aber mit den Staatsschulden der USA hat das relativ wenig zu tun. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wenn die USA mehr Staatsschulden gemacht hätten, wenn sie ein größeres Wirtschaftswachstum gehabt hätten, dann wäre der Dollar heute wahrscheinlich noch relevanter. Der Abstieg wäre langsamer verlaufen, nicht schneller. Ich glaube, mit dieser provokanten These oder wahrscheinlich nur für den Schrittmacher provokanten These, eigentlich einer These, die ziemlich einfach zu erklären ist,
mehr Staatsschulden in den USA, höheres Wirtschaftswachstum bedeutet, US-Wirtschaft ist global gesehen relevanter. Hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen, die USA haben deutlich mehr Schulden gemacht als wir hier in Europa. Wachstum war in den USA in den letzten 25 Jahren höher als bei uns in Europa. Obwohl die USA sogar von einem höheren Wohlstandsniveau aus gestartet sind. Also die USA, die haben, also die schneiden wirklich allen anderen sozioökonomischen Indikatoren, die man sich anschauen kann, schlechter ab. Die haben eine höhere Ungleichheit, die haben eine niedrigere Lebenserwartung, die haben schlechter ausgebaute Sozialsysteme. Also alles Faktoren, die negativ für die USA sind. Das Einzige, was in den USA in den letzten 25 Jahren besser lief als bei uns in Europa, war die Fiskalpolitik. Und entsprechend dem hatten sie ein höheres Wirtschaftswachstum und ein höheres Produktivitätswachstum. Damit kannst, also du kannst diesen Unterschied zwischen der EU und den USA alleine durch die Fiskalpolitik erklären. In allen anderen Belangen, die eben sich auch aufs Wachstum langfristig auswirken, schneiden die USA schlechter ab und sie hatten wirklich nur, weil sie eine bessere Fiskalpolitik hatten, weil sie mehr Schulden gemacht haben, hatten sie ein höheres Wachstum als wir hier in der EU. Und damit schließe ich, glaube ich, diese Reaktion. Das war, ja, wie gesagt, traurig. Ich habe es am Anfang gesagt, eine intellektuelle Bankrotterklärung. Kein keynesianisches Argument wurde mal eingegangen. Nichts wurde tiefergehend begründet, sondern es wurden so Strohmänner die ganze Zeit aufgebaut. Es wurde die ganze Zeit aufgebaut, ja, ausgesagt, ihr wollt unendlich viel Geld ausgeben. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen, dass so viel Geld ausgegeben wird, dass maximales Wirtschaftswachstum herrscht. Wir wollen, dass eine Politik gemacht wird, wie sie von den 50ern bis in die 70er schon mal gemacht wurde, wie sie China in den letzten Jahrzehnten gemacht hat und womit China wesentlich erfolgreicher gefahren ist als erstmal andere Schwellenländer, die ähnlich reich waren, als realsozialistische Staaten, die deutlich reicher waren und auch erfolgreicher gefahren ist als die westlichen Industriestaaten, die deutlich reicher waren als China. Also du kannst jetzt nicht immer auf chinesische Spezifika gehen und sagen, das liegt an der in China seit Jahrhunderten etablierten Meritokratie. Nee. China hatte im 20. Jahrhundert die gleichen Probleme wie viele andere Schwellenländer. Zuerst hattest du da eine Auflösung des chinesischen Kaiserreichs, das sich als reformunfähig erwiesen hat, das sich nicht an die Moderne angepasst hat. Dann hattest du einen Staatszerfall, Aufteilung des Landes in Warlords. Dann hattest du einen Kampf von Nationalisten gegen Kommunisten. Die Kommunisten haben sich durchgesetzt. Du hattest einen relativ normalen, realsozialistischen Staat danach. Aber China hat dann einen sehr eigenen Weg gegangen und das kann auch mit der chinesischen Kultur zusammenhängen. Das hängt, also die hat da definitiv einen Einfluss drauf gehabt, das würde ich jetzt gar nicht leugnen. Aber die Politik, also die politischen Verhältnisse in China, die waren nicht groß anders im 20. Jahrhundert als in vielen anderen Staaten. Und dementsprechend kannst du jetzt nicht sagen, ja, im chinesischen Kaiserreich, das hatte schon seine Eigenheiten. Das heutige China mit der KP hat die gleichen Eigenheiten und damit ist alles, nein. Damit ist nichts erklärt. Die chinesische Wirtschaftspolitik, die kann auch in unseren demokratischen Systemen gemacht werden. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Sie hat hier zu mehr Gleichheit, mehr Wirtschaftswachstum, einem stabileren Wirtschaftswachstum, weniger Krisen und allgemein zu einem wesentlich entspannteren Zusammenleben in der Gesellschaft geführt. Ja, aber für all das braucht man sich ja nicht interessieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.